Der Kern des Staates besteht aus Wut und Gier. Um deinen Feind zu kennen, musst du dein Feind werden. Der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. Hören Sie auf diese Worte und die Weisheit des Großen Sun Tzu, um die Schwierigkeiten in Ihrem Leben zu meistern. Das eigentliche Ziel des Krieges ist der Frieden. Wenn du einen Feind eingekreist hast, lass ihm einen Fluchtweg. Es ist leicht, seinen Freund zu lieben, aber manchmal ist es die schwierigste Lektion, seinen Feind zu lieben. Die größte Verwundbarkeit ist die Unwissenheit. Was vor 1000 Jahren geschah, wird zwangsläufig wiederkehren. So beständig ist es. Je ausgeklügelter der Plan ist, desto weniger Menschen werden ihm zustimmen. Furcht ist der Name des Gegners, des einzigen Gegners. Wenn Sie nicht wissen, wie Ihre Kinder sind, schauen Sie sich Ihre Freunde an. Wer mich korrekterweise kritisiert, ist mein Lehrer. Wer mir fälschlich schmeichelt, ist mein Feind. Halte deine Freunde nah bei dir und deine Feinde noch näher. Führerschaft ist eine Sache der Intelligenz, der Glaubwürdigkeit, der Menschlichkeit, des Mutes und der Strenge. Wenn du etwas vorhast, tue, als ob du es nicht vorhättest. Wenn du etwas willst, tue, als ob du es nicht benutzen wolltest. Die größte Leistung besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne einen Kampf zu brechen. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. 100-mal zu kämpfen und 100-mal zu gewinnen ist nicht das Beste vom Besten. Das Beste vom Besten ist, die Armee eines anderen zu erobern, ohne zu kämpfen. Die Ordnung wartet auf die Unordnung. Die Ruhe wartet auf die Unruhe. Das ist die Kontrolle des Herzens. Inmitten des Chaos liegt auch eine Chance. Angriff ist das Geheimnis der Verteidigung. Verteidigung ist die Planung eines Angriffs. Energie kann mit dem Biegen einer Armbrust verglichen werden. Entscheidung dem Loslassen eines Abzugs. Ein kluger Mann wird einer Frau niemals zwei Dinge erzählen. Über seine wahren Gefühle und wie viel Geld er hat. Überlege und überlege, bevor du einen Zug machst. Bewege dich nicht, wenn du keinen Vorteil siehst. Setze deine Truppen nicht ein, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Kämpfe nicht, wenn die Lage nicht kritisch ist. Behandle deine Männer wie deine eigenen geliebten Söhne und sie werden dir bis ins tiefste Tal folgen. Man muss bis ins hohe Alter und zum Tod lernen. Dann hört das Lernen von selbst auf. Der Ärger kommt,
wenn die Menschen in ihrer Faulheit vergessen, sich um sich selbst zu kümmern. Man muss bis ins hohe Alter und zum Tod lernen. Dann hört das Lernen von selbst auf. Musik ist eine Quelle der Freude für weise Menschen. Sie ist in der Lage, den Menschen gute Gedanken zu bringen. Sie dringt tief in ihr Bewusstsein ein und verändert leicht ihre Sitten und Gebräuche.